Hört mich jemand? Aber das sind nur Mongolen. Na komm, grad ran, Junge. Und der andere auch noch, komm. Bitte befreit mich! Natürlich. Natürlich, bist frei. Sie töteten meine ganze Familie, Herr. Es tut mir leid. Wo war das? An der Kreuzung. Sie halten jeden auf. Wer nicht zum Sklaven taugt, wird getötet. Geht und trauert um eure Familie. Überlasst die Mongolen mir. Noch eine Quest? Aber die sagen dann immer, ja, geh dahin. Aber ich sehe keine Quest da. Wollte ich schnell nach Komoda reisen, komm. Komoda, ihr könnten die Banditen sein. Ja, sind sie auch. Stellt euch vor, ihr tötet eure Familie. Bitte nicht töten! Ich habe nichts Böses getan! Passt auf Pfeile auf! Na. Willst du auch noch? Muss es sein? Wer muss es sein? Nö. Das muss er sein! Da komm, ernsthaft. Ich krieg dich! Langsam! Sprich mit der Frau im Innern des Hauses. Gerne. So, erstmal weg damit. Alles gut. Mein Herr, lasst ihr mich gehen? Wenn ihr mir die Wahrheit sagt, worüber haben diese Männer... So ein armes Mädchen. Sie war in Haruo verliebt. Er hatte das Sagen. Sie verriet ihm, wo ihre Familie ihren Reis versteckt. War ihr Name Saki? Ja, Saki. Sie dachte, Haruo würde dasselbe empfinden. Stattdessen tötete er ihre Familie, nahm den Reis und ließ sie im Regen stehen. Und ich war das Instrument ihrer Rache. Verschwindet! Ich werde ein Wörtchen mit Saki reden. Sie war böse. Sie war nicht gut. Sie muss sich dessen bewusst sein, dass sie Menschen verletzt hat. Oder verletzen lassen hat. Aber ich glaube, sie wird weg sein. Mein Gefühl sagt mir das. Was geht hier vor sich? Eine seltsame Tragödie, mein Herr. Was? Wo ist Saki? Sie hat sich im Fluss ertränkt. Wie ich es verstanden habe, fühlte sie sich schuldig am Tod ihrer Familie. Sie wurde von den Banditen manipuliert, auf die ihr traft. Ich habe sie unschädlich gemacht. Danke, mein Herr. Vielleicht hat das alles doch etwas Gutes. Das Problem hat sich traurigerweise von selbst geklärt. Wir könnten uns bald finden. Wir sind fast die letzte Stufe wahrscheinlich drauf. Prügelei. Okay. Schön. Dann ab zu Masako. Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Hey. Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet,
Bei mir wird das. Beruhig dich. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Yunxin? Yunxin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Masako, nicht immer so stürmisch. Was wollt ihr von Yunxin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Yunxin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Yunxin. Wir reden mit ihm. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Ah, diese Maske ist so geil, sorry. Die Verschwörung. Eigentlich müssten wir ihn den Roten Wolf nennen. Also. Dann los. Wartet auf mich. Also unseren Kumpel hier. Unseren Jin. Folge Masako. Mal gucken, wohin wir müssen. Kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Yunxin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Fürst Shimura ja. Hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Wir haben sogar vergeben. Eure Rache, Jin, steht also meiner nicht im Weg. Wir haben ihm sogar vergeben. Das ist der Unterschied. Was ist hier los? Oh oh, ich ahne Böses. Genug! Bastarde! Ach komm, falscher Stil. Yunxin finden. Hier lang. Ich weiß nicht, ob Yunxin dran schuld ist. Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Ah, den Tempel, den haben wir den schon mal gesehen? Weiß ich nicht. Anscheinend schon. Runter! Yunxin retten. Komm. Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Nein. Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Bitte was? Nicht mit Masako. Das ist doch nicht dein Ernst. Ihr wart an
meine Freundin. Gebt mir den Mönch. Nein. Oh ja. Nee, kann ich leider nicht. Hör doch einfach auf. Verteidigt. Ein Mörder. Reden ist nutzlos. Ich hatte euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Masako, lass es. Masako, lass es. Reg dich ab. Es hilft nicht. Ja, toll, danke. Dein Ernst, oder? Masako, du kannst das doch nicht tun. Ihr gab mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Zorn darf uns nicht verzehren. Das ist der Punkt. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Es ist verrückt, wenn man so bedenkt. Also sorry, das muss man halt einfach mal deutlich sagen. Jin verzeiht ihr, obwohl sie in... Also, Jin ist hier, Entschuldigung. Vergibt ihr, obwohl sie ihn umbringen wollte. Er ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Ja, das ist der Hass, der pure Hass. Aber wie gesagt. Da ist er. Bitte, tötet mich nicht! Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich... Fürstin Hana. Lügner! Masako, wartet! Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester.
Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten, trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Das ist noch viel schlimmer. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Okay. Das werden wir tun. Ich muss eine Sache sagen. Masakus. Nicht Hass, aber Masakus Art und Weise gerade. Sie dreht sehr extrem ab. Und ich glaube, es ist bei ihr notwendig vielleicht. Kleine Rüstungsfarbe, hey. Weil sie halt einfach so verletzt ist. Das kam ja gerade vor Kamiyagata. Ah, da haben wir nicht viel gemacht. Okay. Ah, jetzt habe ich das Falsche markiert. Sorry. Da müssen wir hin. Oh, wir würden eine Adachi-Halbmaske bekommen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Ach stimmt, Kamiyagata war der Ort, wo wir gerade gekämpft haben. Hm. Ach, deswegen ist das wahrscheinlich erst wirklich so aufgeploppt gerade. Das macht Sinn, ne? So. Wo ist sie denn? Ach, ich komme bei den ganzen Namen Kamiyagata und so voll durcheinander langsam. Aber mehr noch. Das ist grausam. Ich besuchte diesen Schrein regelmäßig bei Vollmond. Bin ich gerade doof? Das ist ein anderer. Das sind ja Räuber. Es weht in die Richtung. Die gehört. Sensei Ishikawa ist nicht in Komoda gefallen. Er hat die Schlacht überlebt. Ach, da unten. Jim. Tut mir leid, dass ich störe. Tut ihr nicht. Ihr habt gebetet. Zu meinen Vorfahren. Damit sie mir vergeben, was ich jetzt tun muss. Was sagen sie? Ich kann sie nicht hören. Vielleicht schweigen eure Vorfahren, weil sie nicht tun können, was ihr tun müsst. Ich weiß, wo meine Schwester ist. Im alten Fort des Kikuchi-Clans. Ihr seid bereit? Ich habe keinen Weihrauch mehr übrig. Also ist sie bereit. Und auch keine Gebete. Die betrogene Schwester. Wenn die eigene Schwester genau das macht. Nämlich die Kinder der anderen Schwester erledigen. Dramatisch, so dramatisch. Wie habt ihr eure Schwester gefunden? Sie war mit einem Ikeda verheiratet, der für Kikuchi arbeitete. Die Clanfestung ist in der Nähe, am Fuß des Bergs. Sie wollte schon immer ein Haus, eigene Besitztümer. Und als Kikuchis Leute bei Komoda fielen, versuchte sie natürlich, Kikuchis Besitz an sich zu reißen. Nachdem sie an eurem Jahr gescheitert war. Ich habe mich umgehört. Offenbar ist ein neuer Clan eingezogen. Ihr Wappen ist das auf den Nachrichten. Dann ist sie es. Sie hat wohl eine Zuflucht für Flüchtlinge eingerichtet. Offenbar weiß sie, wie es ist, sein Zuhause zu verlieren. Meint ihr, das stimmt? Das werden wir herausfinden.
Warum behauptet sie, ihr Zuhause verloren zu haben? Sie musste fort, als sie Ikeda heiratete. Ihr sagtet, Ikeda war ein Arbeiter. Ja. Aber ihr seid die Jüngere. Warum habt ihr einen Samurai geheiratet? Als wir klein waren, griffen Banditen unser Haus an. Hane versteckte sich mit den Eltern. Ich ergriff ein Schwert. Erst als ich die Banditen erledigt hatte, eilte ein Samurai-Trupp zu Hilfe. Adachi führte ihn an. Hana sah in ihm eine Aufstiegsmöglichkeit, aber er hatte nur Augen für mich. Dann war es Eifersucht. Die Wurzel so manchen Verrats. Ich wollte ihren Herzschmerz lindern. Also half ich bei der Planung ihrer Ehe mit Ikeda und sie ging nach Norden. Kanntet ihr den Mann, zu dem ihr eure Schwester schicktet? Ikeda war ein respektierter Witwer. Sein großes Herz wurde bewundert. Eine solche Maske fällt hinter geschlossenen Türen schnell. Worauf wollt ihr hinaus, Jin? Ich möchte verstehen, warum sie euch nach all den Jahren noch so verzweifelt zerstören möchte. Ihr müsst nur eine Sache verstehen. Hana hat meine Familie ermordet und heute wird sie dafür büßen.